Hallo liebe Radfreunde, es ist Anfang April, das schöne Osterwetter ist leider ein paar Tage zu früh gewesen, heute ist es etwas kühler. Nichtsdestotrotz, wir starten heute zu einer kleinen mehrtägigen Tour und zwar nennt die Tour sich Kohledampflicht und manchmal hängt noch hinten dran Seen, denn wir folgen einer Route durch das ehemalige mitteldeutsche Industrierevier, die beginnt hier in der Nähe, wir sind gerade in Pegau. Und führt bis nach Lutherstadt-Wittenberg. Eigentlich startet sie dort und fährt bis eben hier nach Süden. Aber weil wir eben hier nur zwei Bahnstationen entfernt wohnen, starten wir hier und fahren bis nach Lutherstadt. Wir, das sind übrigens meine Frau Susanne, mein Bruder Sebastian und dessen Tochter Lindsay, natürlich ich dazu. Wir starten jetzt hier in Pegau. Zum Startpunkt sind es bloß ein paar Kilometer. Ist übrigens in der Nähe des Tagebau Profens, wo wir ja schon mal videomäßig unterwegs waren. Von dort geht es dann nach Norden durch Markleberg bis in den Norden von Leipzig. Da nehmen wir dann eine S-Bahn, fahren für den heutigen Abend wieder zu uns nach Hause zurück, bietet sich einfach an. Außerdem haben ja sowieso keine Unterkünfte, nicht mal Campingplätze derzeit geöffnet. Morgen starten wir dann wieder mit der S-Bahn zurück zu dem Punkt, wo wir heute aufhören und fahren bis in die Nähe von Gräfenhainichen. Dort versuchen wir dann einen Wildcampingplatz zu finden. Es bleibt uns schlicht nichts anderes übrig, denn auch dort in Sachsen-Anhalt hat natürlich nichts geöffnet. Am Sonntag bleiben dann nur etwa noch 30 Kilometer übrig bis nach Lutherstadt-Wittenberg. Meine Frau und ich, wir fahren zurück nach Hause. Mein Bruder und seine Tochter fahren dann noch weiter nach Dessau. Und ich glaube, sie überlegen sogar noch weiter mit dem Fahrrad nach Dessau zu fahren, weil gar so weit ist es von Lutherstadt-Wittenberg dann doch nicht. Also wir starten dann jetzt erstmal zum Startpunkt und fahren dann die heutige Etappe ab. Wir machen eine Pause in Lippendorf am Braunkohlekraftwerk und hier sind die Kühltürme und ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video sehen könnt, aber in den Kühltürmen, so ist die Funktion, regnet die ganze Zeit das zuvor dampfförmige Kühlwasser ab. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich halte mal komplett drauf. Ich glaube, an dem rechten Turm seht ihr es besser, weil da die Lichtverhältnisse besser sind. Da sieht man es richtig, wie es die ganze Zeit herunterregnet. Und wie ihr an dem aufsteigenden Dampf sehen könnt, das Kraftwerk läuft offenbar auf, naja, Volllast oder zumindest beide Blöcke dieses Kraftwerkes sind derzeit am Arbeiten. Ja, ich finde, das sieht man nicht jeden Tag. Deswegen haben wir euch das mal gezeigt und wir machen jetzt gleich weiter.
Wir haben gerade in Espenhain die B95 unterquert. Espenhain ist der südlichste Punkt der Tour. Jetzt fahren wir schnurstracks nach Norden in Richtung Leipzig. Echt noch schön geworden der Tag. Schön sonnig und sogar etwas wärmer. Aber die Sonne geht jetzt natürlich auch unter. Und wir fahren noch bis zu einer S-Bahn-Station. Copyplatz heißt der, glaube ich. Und bis wir dort sind, dürfte es dann doch wieder schön kühl geworden sein. Das hier ist übrigens der Stürmtaler See. Auch die Aufnahme, die ich mit der Drohne gemacht habe, ist der Stürmtaler See an seinem südlichsten Punkt. Wie ihr euch denken könnt, ist das auch einer der Seen, die in ehemaligen Braunkohletagebauen entstanden sind. So, wie ihr seht, ist es schon fast dunkel. Es ist jetzt gegen um 8. Ich bin schon auf dem Heimweg. Die drei anderen sind an einem passenden Punkt direkt in Richtung nach Hause abgezweigt. Ich bin heute zu dem Ziel noch, Copyplatz, S-Bahn-Station, weitergefahren. Denn ihr kennt mich, ich möchte gerne solche Wege ohne Unterbrechung durchfahren, solche Routen, solche Touren. Deswegen habe ich durchgezogen. Es war dann echt knapp. Die S-Bahn fuhr 19.47 Uhr und ich kam 46 an. Musste dann noch einige Stufen runtertragen. Also gerade so geschafft. Jetzt habe ich hier so 10 Minuten Wartezeit am S-Bahnhof Plagwitz, Leipzig-Plagwitz. Die nächste Station ist dann die Meine, Knauthain. Und von da sind es dann nur noch 2 Kilometer, also nicht mal 2 Kilometer bis nach Hause. Es war jetzt am Ende dann doch recht anstrengend, denn ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie seht, vielleicht seht ihr es da an den Bäumen dann. Von da, also von Norden, kommt doch durchaus eine starke Brise, starker Wind, und der hat es dann doch anstrengend gemacht, gerade am Kosbudener See, wo ja keinerlei Schutz war. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich wieder wochenlang nichts getan habe, fahrradfahrmäßig, ging es doch relativ gut. Es war dann auch doch schöneres Wetter als erwartet, mit einiger Sonne. Sehr schön. Wir werden mal sehen, wie wir es morgen machen, denn auch die anderen drei hatten quasi keinerlei Möglichkeit oder keine Zeit vorher zu trainieren und waren entsprechend schon geschafft nach dem heutigen Tag. Absolut verständlich. Auch ich wundere mich eigentlich, dass ich etwas besser durchgehalten habe, denn auch ich habe es ja schon gesagt, nichts. Ich mache auch keinen Sport, da bin ich ehrlich. Ich mache gar nichts zum Ausgleich, also außer Gartenarbeit. Habe ich nichts getan und trotzdem fühle ich mich ganz gut. Mal sehen, vielleicht morgen nach dem Schlafen tut mir dann alles weh, keine Ahnung. Ja, also wir wissen es noch nicht ganz genau, ob wir uns an den Plan halten, denn 80 Kilometer ist ja dann noch mal ein Stückchen schlimmer und dann noch bei 0 oder sogar minus 2 Grad Wildcampen, wissen wir nicht, ob wir uns das antun.
Deswegen werden wir heute Abend noch mal schauen in die Routenplanung. Vielleicht verkürzen wir morgen und übermorgen dann eben, wo es sowieso nur 30 Kilometer werden, schlagen wir dann ein bisschen was drauf, sodass das eben humanere Teiletappen sind. Ich habe auf jeden Fall vor, die gesamte Strecke abzufahren bis nach Lutherstadt-Wittenberg. Ob die anderen das mitmachen, ist mir eigentlich relativ egal. Natürlich wäre es gemeinsam schöner, aber ich komme in Lutherstadt-Wittenberg an. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen wieder auf der Strecke. Bis dann. Herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer kleinen Tour entlang des Radwegs Kohledamm-Vlicht. Hinter mir, unter mir, seht ihr die S-Bahn-Station Koppiplatz. Wir haben jetzt gerade schon hier die Fahrräder die Treppen hochgewuchtet, denn einen Aufzug gibt es hier noch nicht. Der wird, glaube ich, gerade gebaut. Wie ich gestern Abend schon gesagt hatte, wir haben nochmal umgeplant, denn einerseits sind wir alle relativ geschafft noch von gestern. 60 Kilometer reicht dann doch erstmal, aber das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. So, die ersten 100 Kilometer sind Qual und danach geht's besser. Außerdem hat sich die Wettervorhersage für heute Nacht noch ein bisschen verschlechtert. Jetzt sind es sogar schon -3 Grad, die angesagt sind, und dafür sind wir schlichtweg nicht ausgerüstet. Wir haben allesamt keine geeigneten Schlafsäcke, sodass wir da wahrscheinlich dann mitten in der Nacht weiterfahren würden, weil uns einfach zu kalt ist und man da nicht schlafen kann. Deswegen machen wir es wie folgt. Wir fahren heute 60 Kilometer, ziemlich genau, bis nach, Gott, wie hieß das Örtchen jetzt? Burg Chemnitz, glaube ich. Burg Chemnitz. Da gibt es eine S-Bahn-Station, beziehungsweise halt einen Bahnhof, und dann fahren wir hier zurück nach Leipzig und morgen dann wieder nach Burg Chemnitz, um den Rest dann nach Lutherstadt-Wittenberg zu fahren. Der Rest sind dann nur noch knapp unter 50 Kilometern. So, also wir starten jetzt. Wetter ist erfreulich gut, wie ihr seht, Sonne scheint, ist auch gar nicht so kalt, aber heute Abend wird es eben wieder knackig kalt und soll sogar frieren. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt auf dem Video, aber es stürmt so richtig. Auf dem Wasser seht ihr vielleicht den Wellengang und die Gischt, die da geschlagen wird, ist schon heftig. Also der Wind kommt direkt aus Norden, in die Richtung müssen wir leider. Ja, ist ein nordischer Kampf, und hier rund um die Seen, das ist jetzt der Werbeliner See, gibt es auch so gut wie nie Deckung. Schön anstrengend. Hier beim Neuhauser See heißt er, glaube ich, sollte man nicht falsch abbiegen. Der Radweg geht dort lang, wo meine Gruppe lang fährt. Und hier, wie ihr es vielleicht auf dem Schild lesen könnt, ist ein militärischer Sicherheitsbereich. Und auch hier nach links dürfen nur Bundeswehrfahrzeuge. Also ich fahre dann auch mal weiter. In die richtige Richtung, versteht sich.
Dort fließt die Mulde. Und das hier ist der Muldestausee. Auch Tagebaufolgelandschaft. Hier unten steht ein Schild. Und da wird klar, dass die Mulde hier sogar dem Tagebau weichen musste. Die wurde verlegt. Und ja, wenn man auf dieser Brücke fährt, ich habe es ja gefilmt, kommt wahrscheinlich ins Video, sieht man schon, dass die Mulde dann dort hinten ziemlich begradigt wirkt. Also ja, ein künstliches Flussbett eben hat. Wir sind in Burg Chemnitz angekommen. Es ist jetzt etwa 6.30 Uhr. Wir nehmen jetzt gleich eine S-Bahn Richtung Leipzig und von dort dann die Erfurter Bahn, unsere liebe Erfurter Bahn, zurück nach Leipzig-Knautheim. Die letzten paar Kilometer waren relativ anstrengend, denn da ging es durch Wald und es war wieder so ein durch schwere Maschinen zerfahrener Waldweg mit vielen Wurzeln drin und vielen riesigen Löchern. Also das war anstrengend, weil da muss man eben wieder langsam fahren, ausweichen, balancieren. Ja, aber es haben alle gut durchgehalten. Ich bin stolz auf meine Nichte, dass sie hier gekämpft hat zur 60. Letztlich blieb ihr nichts anderes übrig, denn außer bei 40 Kilometer gab es dann keinen wirklichen Absprungpunkt mehr. Aber sie hat durchgezogen. Das Wetter war dann doch noch sehr schön, aber ihr seht, ich habe noch eine Jacke drüber gezogen. Es war dann doch sehr kühl, eben durch diesen vielen Wind. Und naja, wenn man die einmal drüber hat und entsprechend geschwitzt hat, kann man die ja kaum noch ausziehen bei so kühlen Temperaturen. Deswegen habe ich das jetzt bis zum Ende anbehalten. Insgesamt betrachtet war es ein sehr schöner Tag, eine sehr schöne Etappe. Die vielen Seen in der Bergbaufolgelandschaft sind wirklich mittlerweile sehr schöne Gegenden, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es im Leipziger Norden so eine schöne Gegend gibt. Jetzt weiß ich es, dank Kohledampflicht. Morgen fahren wir dann mit dem Zug wieder hierher zurück und fahren die restlichen nicht mal mehr 50 Kilometer nach Lutherstadt-Wittenberg zum eigentlichen Anfang der Tour Kohledampflicht. Für heute soll es das aber gewesen sein. Es war durchaus anstrengend, es ließ sich aber insgesamt gut fahren. Und ich denke, jetzt, da wir die ersten 100 Kilometer überschritten haben, werden morgen die 50 Kilometer kein Problem mehr darstellen für alle in der Gruppe. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen aus Burg Chemnitz. Es ist jetzt 10:30 in etwa. Ihr habt es gerade gesehen, IC aus Leipzig ist hinter uns lang gerast. Wir sind gut rausgekommen heute Morgen, haben einen Zug kurz vor 9 ab Leipzig-Knautheim genommen und sind eben jetzt hier in Burg Chemnitz wieder, dort wo wir gestern aufgehört haben. Hinter mir seht ihr übrigens den Heidebahnhof Burg Chemnitz. Das ist ein ganz spezieller Bahnhof, ein altes Gebäude, was mit Hilfe von EU-Fördermitteln wohl wiederhergestellt wurde. Mein Bruder und meine Nichte sind nicht mit uns hierher gekommen. Meiner Nichte geht es nicht ganz so gut. Die sind direkt weitergefahren in dem ersten Zug, den wir nehmen mussten, in Richtung Dessau. Dort treffen sie dann auf die Lebensgefährtin meines Bruders und machen dann gemeinsam zu den Großeltern weiter in der Nähe von Dessau. Wir machen aber den Rest noch bis Lutherstadt-Wittenberg fertig. Wir starten jetzt auch, es sind nicht mal mehr 50 Kilometer. Das Wetter ist klasse, wie ihr seht. Und Höhenprofil ist letztlich auch nicht nennenswert. Für mich ist die Strecke zumindest ab Gräfenhainichen, das ist die nächstgrößere Stadt, Siedlung, bekannte Strecke, denn dort führt der Radweg Deutsche Einheit und auch der R1 entlang. Da bin ich, wie gesagt, schon lang gefahren. Also wir starten jetzt. Bis gleich auf der Strecke.
rechts der Bergwitzsee. An dessen östlicher Flanke geht der Radweg Berlin-Leipzig vorbei, den ich bereits gefahren bin. Und hier befinden wir uns auch auf dem Radweg Deutsche Einheit. Also schon das dritte Mal hier. Wer meine bisherigen Videos gesehen hat, weiß, wo wir jetzt gleich langkommen. Richtig geraten, die Elbbrücke bei Lutherstadt-Wittenberg. Wie ihr seht, sind wir mittlerweile am Hauptbahnhof in Lutherstadt-Wittenberg angekommen. Wir haben den Endpunkt von Kohledampflichtseen erreicht. Und ganz in der Nähe ist ein Bahnhof für eine Regionalbahn und an zwei Stationen ist man hier. Die Fahrt heute war echt klasse, schönes Wetter, wir hatten teilweise auch Rückenwind, perfekte Wege eigentlich durchgehend. Ja, was soll man groß sagen? Es lief echt klasse. Wir sind auch wirklich gut in der Zeit. Es ist jetzt etwa 3:15 und wir werden kurz nach 5 zu Hause sein. Schöner Tag insgesamt. Die Beschilderung dieses Weges, die möchte ich hervorheben, ist echt klasse. Von Beginn an jeder Kreuzung fast ein Schild, mal links, mal rechts natürlich, wo es gerade gepasst hat, aber durchgehend. Also selbst ohne Navigation hätte man sich wahrscheinlich gut zurechtgefunden auf diesem Weg. Tja, das war's also schon wieder von mir mit dieser kleinen österlichen Tour hier von Leipzig nach Lutherstadt-Wittenberg. Ich würde mich aber wirklich sehr freuen, wenn ihr mich auch dieses Jahr bei meinen Touren begleitet, denn ich habe so einiges vor und jetzt möchte ich euch das auch verraten. Wenn denn wir Corona und Europa Corona halbwegs in den Griff bekommt, möchte ich Mitte Juni mit einem guten Kumpel eine Tour durch Schottland, durch die Highlands tatsächlich machen. Und zwar entlang eines eigentlich für Wohnmobiltouristen ursprünglich entwickelten Rundkurses fahren, nämlich die North Coast 500. 500 steht da für 500 Meilen und das führt uns halt im Norden, Nordwesten Schottlands einmal rundherum, inklusive dem steilsten Anstieg, den Großbritannien zu bieten hat. Also das dürfte ziemlich interessant werden. Schottland ist natürlich auch wieder sehr, sehr attraktiv, denn dort lässt sich an vielen Stellen auch wild campen. Wir haben für diese Schottlandreise schon die Fährüberfahrt gebucht und die Bahntickets, weil das ist ja immer so der Engpass, also gerade die Fahrradtickets sind ja relativ schnell vergriffen. Die haben wir schon gebucht, natürlich stornierbar, soweit es denn geht. Bei der Bahn haben wir eben nicht den Supersparpreis, sondern den Sparpreis gebucht und würden im Fall der Fälle 10 Euro pro Person verlieren und Strecke. Aber das ist, ja, ist einfach Glücksspiel an der Stelle, nicht wahr? Ende Juli, etwa genau ein Jahr nach meinem damaligen Start in 2020 zum Iron Curtain Trail, möchte ich dann wieder zurück nach Virolahti kehren, um dann den russischen und den baltischen Teil des Iron Curtain Trails abzufahren. Ich glaube diesmal bis nach Tallinn. Und da bin ich wirklich, ja, verzweifelter Hoffnung, dass wir bis dahin wieder wenigstens innereuropäisch halbwegs unreglementiert, sage ich mal, reisen können. Ja, Maske von mir aus und von mir aus auch impfen, wenn denn erforderlich. So, und da ist auch gerade schon unsere S-Bahn eingefahren, die uns jetzt erstmal nach Bitterfeld bringt und dann nehmen wir noch einen Zug nach Leipzig. Deshalb sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!